Ich erhoffe mir nicht etwas für die kommenden 4 bis 5 Jahre, sondern ich erhoffe mir, dass längerfristig Entscheidungen getroffen werden, dass die demokratischen Parteien, die hoffentlich gestärkt aus dieser Wahl hervorgehen, längerfristig Entscheidungen für den starken Wirtschaftsmarkt Europa treffen können. Priorität hat, dass wir in Europa Frieden und Wohlstand generieren können. Und das geht natürlich nur, indem man zugunsten der Bevölkerung, zugunsten der Industrie und Wirtschaft Entscheidungen trifft, die dafür sorgen, dass Europa als gemeinsamer Markt gegenüber den anderen Märkten gut dastehen kann. Denn nur mit einer vernünftigen, prosperierenden Wirtschaft und Industrie wird es gelingen, insgesamt Wohlstand und Reichtum zu erwirtschaften, Frieden, Freiheit, Industrie nach vorne bringen. Das würden wir uns wünschen.